Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und Andrea Meier. Heute sind wir auf dem Thurgauer Panoramaweg. Wir laufen von Hauptwil an den 5 Weiher vorbei bis Amriswil. Über die Thurgauer Gemeinde Hauptwil Gotzhaus kann man lesen, dass sie paradiesisch sei. Nicht etwa, weil das Hauptwil Gotzhaus das Zuhause von irgendwelchen Göttern ist, sondern weil sie dem Flachmoorgebiet mehrere Weiher hat, die im 15. Jahrhundert künstlich angelegt worden sind und heute unter Naturschutz stehen. Die wollen wir ein bisschen entdecken und auch ein bisschen geniessen. We are all just people. We are all the people. When numbers represent sickness and death. Du, Andrea, kommen da noch viele Weiher? Ja, 5 sind es insgesamt. Aktuell sind wir beim Gwandweiher. Da haben wir noch den Horber, den Rütti und den Rest habe ich vergessen. Das schreibst du dann im Artikel. Ist gut. Ich kann mir nachlesen. Da und dort gibt es einladende Stege. Wer etwas Zeit hat, findet auch viel verträumte Picknick- und Leseplatz. Schön sieht es aus, wie sich überall die Äste der Bäume im Wasser entgegenstrecken. Da könnten wir jetzt gerade bleiben und den Nachmittag verbringen. Aber wir sind erst am Anfang der Wanderung. Es geht noch ein gutes Stück weiter. Ist mir zu nass zum Absitzen. Wir lassen den 5. und letzten Weiher, den Horber, hinter uns. Im Blick haben wir bereits Zitter, einer der grössten Nebenflüsse der Tour. Jetzt gibt es eine kleine Rastpause, wir gehen dann mit der Fähre weiter. Ja, die bringt uns über Zitter. Voller Neugier laufen wir auf die kleine Fährstation zu, sehen aber niemanden Fährmann. Die Saison geht nämlich erst ab dem 1. April los. Ja, Thomas, keine Fähre noch mehr? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Einen Umweg oder die Hosen aufrädeln. Ist mir ein bisschen zu kalt, aber ich habe noch eine andere Idee. Ein bisschen Erfindertum über die Mittagspause muss sein. Was wir in der Kindheit mit Liebe gemacht haben, muss heute ein bisschen schneller gehen. Eine eigene Coop-Wanderweltfähre, wenigstens auf Papier. Mit ein bisschen Geduld und Fantasie bringen wir sie auch noch in Bewegung. Und Thomas, du machst jetzt den Fährmann. Unsere eigene Fähre. Wir probieren es. Sie treibt aber nicht wirklich. Der gute Willen war da. Leider sind wir gekentert. Ja, du musst noch ein bisschen üben als Fährmann. Gut. Probieren es jetzt mit Laufen auf die andere Seite zu kommen. Gut. Ja, das heisst, wie viel weiter ist das? Eine halbe Stunde, schätze ich. Packen wir so. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit, kommt die ersehnte Brücke, die uns über die Zitter führt. Zwar laufen wir jetzt wieder ein Stückchen zurück, aber der Naturweg, der Zitter entlang, bietet allerlei Überraschungen. Ja, der Thurgau ist ja auch bekannt als Mostindien. Erkennbar an den grossen Holzfässern. Ja, und an den lauten Gückel. Langsam kommen wir unserem Ziel näher. Wir sind es da genau. Der kleine Wieler ist bekannt für seine berühmte Kapelle. Andrea, was hast du jetzt so recherchiert zur Kapelle Degenau? Ja, für die Katholiken ist das eine der wichtigsten Kapellen und sie ist auch kunsthistorisch von grosser Bedeutung. Wir verlassen Degenau und peilen jetzt unser Endziel an, Amriswil. Der Weg führt vorbei an vielen schmucken Dörfern, wo fest gearbeitet und offenbar auch viel Holz gehackt wird. Zwischendurch sind wir wieder auf einsamen Landweg. Man spürt, der Frühling liegt in der Luft und das treibt nicht nur uns in die Natur raus. Just
Andrea hat wieder einen strammen Schritt, das geht heim zu. Ja, immer die letzten 3 Kilometer machen wir einen Speed. Ich spüre es schon in den Wädeln, Thomas, du auch? Ja. Noch ein letzter Blick aufs Schloss Hagenwil und dann geht es auf den nächsten Bus und heim. Thurgau, du bist abwechslungsreich und wir kommen gerne wieder.